Talente an der Landwirtschaft. Zusammen mit der virtuellen Foire Agricole von Nettelbrück. Mein Name ist Claude Wagner von der Agrotechnik von Fehlen und wir sind Landmaschinenhändler. Es sind die Patro vom Betrieb, das sind im Prinzip meistens die nächsten Hai. Wir sperren ab, es gehen 4 oder 7 Hai. Und dann die ersten Mitarbeiter kommen da ein bisschen drauf. Und dann gucken wir, ob wir um Erdauer startbereit sind. Also mein Papa hat angefangen, früher mit Stalltechnik, das war ein Schwerpunkt. Wir haben aber dann, wie wir schon in den Betrieb gekommen sind, immer mehr auch Landtechnik gemacht, das heißt Traktoren, Teleskopleiter, Maschinen für zu füttern, für zu strehen. Also alles, was so rundherum den Bauernbetrieb am Hof gebraucht wird. Wir haben noch angefangen, direkt, nachdem wir schon hin waren, 1993, den nächsten Lehrbewerb gestaltet als Mechanistin. Dann haben wir aber auch am Büro oder am Magazin Leute ausgebildet. Wir werden ob manns schon 20 Leute durch die Ausbildung gebracht. Es sind Member an der Kommission von den Landmaschinenmechanistern. Das heißt, da gehen zu Ettelbrück an der Ackerbauschule Landmaschinenmechanistern oder Hauptmechatroniker ausgebildet. Und wir arbeiten als FEMA, als Föderation von den Lützburger Landmaschinenhändler, Martine ganz gerne zusammen. Ein Tag, den ich nie vergesse, als den Tag, wo ich die ersten 2 Traktoren bei mir verkauft habe, mit 23 Jahren. Ich meine, für uns ist es wichtig, dass wir einfach Maschinen verkaufen. Aber wenn wir so eine schöne Maschine verkaufen, dann sind wir schon direkt zufrieden. Für ein paar Jahre haben mein Bruder und ich den Betrieb von meinen Eltern überholt. Heute sind wir zu 27 Mitarbeiter da, und das heißt, dass der Patron nicht mehr alles allein möchte. Schildverein am Betrieb hat sich gestärkt, den da voll ausspielt. Talente an der Landwirtschaft. Zusammen mit der virtuellen Foire Agricole von Nettelbrück. Den 3. und 4. Juli auf fae.lu, Post TV, Eltrona und auf Facebook.